Ja, weiter geht's. Wir waren ja dort. Jetzt drehen wir uns mal nach Norden. Immer noch Pause. So, jetzt aber. Mach mal einer Licht hier. So. Und gehen jetzt da durch. Zweite, dritte Tür rein. Und haben gefunden ein paar Handschuhe. Nochmal Lore-Handschuhe. Die sind ja nicht schlecht. Wer hat noch keine? Wer braucht nochmal? Eins, neun, neun, 15. Ich überlege gerade hier. Ach, der hat ja die Mondhandschuhe. Ah, ich. Rammenschuhe. Okay, was soll das sein? Flammenschuhe, nicht Rammenschuhe. Das ist, tja, was soll ich sagen? Wahrscheinlich ein Scanfehler. Die sind sehr gut. Aber, naja. Vielleicht nehme ich ja noch jemanden in die Party auf. So, dann habe ich das hier auch. Hier komme ich nicht weiter. Muss also wieder zurück. Hier oben komme ich nach da, die zweite Tür. Also, schwupp, ein Schritt nach rechts. Oh, endlich mal wieder Gegner. Ach, dieses sehr müde ist doof.
Oh. Okay. War doch ein bisschen mehr. Ich dachte, da ist nur einer. Den kannst du wegschreien. Oder wegbrüllen. Aber nee, dann war es doch eine ganze Horde. Das passt mir nicht ins Konzept. Lass mir den Bergerer Keile und den Mandrak auch. Na? Die wäre ich los. Nee, eigentlich muss ich bis zu dem Gang. Was haben wir denn hier? Am Brunnen. Kann ich im Prinzip mal ausprobieren. Okay, wenn sie alle meinen, die ist gefährlich, dann. Ja, hier um die Ecke. Ist noch was Interessantes. Und zwar sogenannte Sternschuhe. Mal anschauen. Sternenschuhe, nur für den Winwood. Na, nimmt sich, glaube ich, nicht viel. Die Flammenschuhe haben 9, 18, 30 plus 11 und die haben 22, 24, 28 plus 19, also. Dafür hätte ich eigentlich nicht hergekommen müssen. Für die Sternenschuhe. Egal. Ich kann jetzt hier rein, ich kann dahin.
Ich komme hier aber nicht rüber. Ich kann da, da, da. Ah ja. Das hilft mir nix. Wie kann ich mich durchwursteln? Ist das verrückt? Oh, Leute. Also hier sind wir uns einig, kommen wir nicht weiter. Also gehen wir da erstmal zurück. Bevor hier alles, ich wollte es gerade sagen, verseucht ist. Windward ist auch noch überlastet, na super. So viele Sternstäbe. Ach, eigentlich wollte ich ihn übergeben. So, ist jetzt überlastet. Scheinbar nicht, dann ist ja alles Paletti. So, neu gestartet. Ach nee, das wollte ich ja nicht. Das da. Okay. Ich bin auf Post. Deswegen. So, und dann.
kommt hier erstmal. Wo ist denn das auch immer so laut? Seltsam. Gut. Da stand da Ausrüstung. Naja, übertragen wird da stehen. Gut. 12.06. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht gleich wieder abstürzt. Keine Ahnung, wo das jetzt lag. Nee, wo bin ich denn jetzt? Jetzt muss ich mal gucken. Ach, ich gehe nach Osten. Jetzt gehe ich nach Süden. Jetzt gehe ich wieder in das Hauptdings rein. Genau. Und jetzt muss ich mal gucken, wie es denn am besten weitergeht. Nee. Ich vielleicht mal andersrum. Keine Ahnung, wie ich reinkomme. Aber das dürfte ja wohl nicht so schwer sein. Ich müsste hier in diesen Bereich kommen. Da muss ich hier rein. Da muss ich von da kommen. Was hat 5? Boah, das ist echt brutal. Also hier könnte ich mich schon mal so durchwursteln. Dann wäre ich hier, suche Kammer bei. Und könnte mich hier durchwursteln. Wie komme ich an die dran? Da muss ich wahrscheinlich kurzfristig den Teleporter ausmachen. Die Krimpeitsche. Kann das sein? Wie habe ich mich jetzt da durchgewurschtelt nochmal? Hier rüber. Meine Güte. Achtzig hat er noch, der gute Bäckerer. Hatte er. Achso, der war sowieso nicht so gut beisammen. Naja. Mal das Beste hoffen, dass er das überlebt. Boah! Hmm.
Wann bin ich denn endlich mal dran? Immer noch einer. Mach den doch endlich mal fertig. Das ist doch nur einer. Wie viel HP hat der Ghoul? 100.000? Ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, dieser eine Ghoul da, ne? Was der. Endlich! Das gibt's ja nicht, er ist gestorben! Dieser eine verflixte Ghoul. Warum ist die Aurin so schlecht beisammen? Die Liv hier auch. Irgendwie haben sie alle die Handschuhe verloren, oder was? Schrott hier! Ich war noch lange nicht fertig! Ich wollte noch ein Schild A, wollte ich noch, und dann wollte ich gucken, ob irgendwer habt ihr irgendwie die ganzen Handschuhe haben sie verloren. Yeah.
Ihr nervt. Geht kacken. Wo soll das jetzt sein? Hier bin ich gerade. Das sind Flackern. Das kann ich ja nur noch da. Mich doch irgendwie schon wieder ganz mies. Ganz mies irgendwie verzaubert, verhext. Hier steht dann Suche Kammer bei 824. Da komme ich wahrscheinlich, da komme ich nicht rein. Ich könnte nach da und da sehe ich schon wieder nichts mehr. Ich sollte vielleicht mal speichern. Hin und her und her und hin. Und ich muss ja das Ding, muss ich zum Schluss finden. Ich bin jetzt hier drin, ne? Ja, dann kann ich ja nach da. Dann komme ich auch dahin. Noch ein Juggerlack. Und hier muss ich mich irgendwie. Super! Wir hatten den Lockstab. Windward ist es nicht. Wir sind ja alle alt. Felder Ost. Und 37 Nord. Ja, hier bei dem Info bin ich. Immer noch. Hab ich gerade das falsche Info-Dings gelöscht oder was? Ne, dann komme ich eben nicht hier durch. Na, ich kann aber eins nach links. Sind wir alle alt oder was?
Also manchmal funktioniert das einfach mit den Bildern nicht gescheit. Ist halt so. Nach da kann ich. Und deswegen komme ich immer noch nicht nach da. Da komme ich nur wieder raus. Muss diesen Teleporter benutzen nach da und dann. Keine Ahnung, zu welcher Seite ich rauskomme. Ist das. Sechs Mänen, sieben T-Mods, zwei Tentholz, sechs Ghouls und sechs Zombies. Na gut. Das ist ja frohe Runde. Auch wie überlebe ich das? Autsch. Ich glaube, ich mache einfach ein Heiler alles. Hat jetzt hier endlich mal immer noch nicht. Das hilft mir überhaupt nichts. Und hier sehe ich auch nicht, wo ich irgendwie wieder raus kann. Und ich sehe auch nicht, ob ich hier vielleicht rein könnte. Ja, Teleporter, wunderbar. Aha, ich könnte also hier rein und da auch rein. Ich muss den Teleporter halt. Ne, warte mal, da unten kann ich nicht rein. Nochmal löschen. Doch, unten kann ich rein, da kann ich auch rein. Hier in die Krimpeitsche und den Hulkape. Escape. Ich muss halt den Teleporter ausschalten. So, und dazu muss ich mich jetzt mal Richtung Osten. Ja, man kommt auch immer wieder raus. Weil irgendwo aus dem Nichts
Eine Riesentruppe. Acht Gods, acht Gorgons, acht Ghouls und acht Zombies. Vor ihm stehen. Ich habe eh, glaube ich, keine Chance gegen die, oder? So, ich gehe also Osten bis zur Wand. Aber auf das letzte Feld vor der Tür gehe ich nicht. Okay. Der Teleporter ist also an, das wollte ich noch rausfinden. Eigentlich will ich nur zaubern, Elementar, Zeitkurz. Wurde ich jetzt trotzdem teleportiert? Ich würde trotzdem... Warum wurde ich denn trotzdem teleportiert? War das nicht? Oh, warte mal. Ah ne, das war denn ein großer. Das war der große. Also.
Ach, jetzt ist es wirklich deaktiviert. Kann hier erstmal kurz nach Osten rein. Die Waffe mitnehmen. Und dann wieder raus. Und nach Süden rein. Und dann auch nochmal nach Osten. Und das Chawing heißt vielleicht, dass der Teleporter wieder geht. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall eingesammelt einmal die Krimpeitsche und einmal das Hulcape. Hulcape ist gut. Wir hatten noch kein Hulcape. Ausrüstung prüfe. Rüstung. Hulcape. Ist eigentlich für jeden was. Der hat eins. Dorothy hat noch keins. Ist besser als das Amner-Schild. Hat. Dann machen wir noch Hulcape und Minenrobe. Jo. So, das wäre das. Und wir hatten... Ich hab's vergessen. Was war denn das? Ich hab's vergessen. Da, genau, die Krimpeitsche. Das ist eine Rundschlagwaffe 1. Torona hat jetzt die Gordsaxt. Lyphia hat den Medusa-Stab, ist auch eine Rundschlagwaffe 1. Und besser, weil versteinert. Berkerak hat einen Hexenhammer. Dorothy auch. Und Mandrak hat auch einen Medusa-Stab. Aber als zweites vielleicht hier die Krimpeitsche. Und der Krimstab, den kann man werfen. Also, Krimpeitsche brauche ich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht ergibt sich da mal jemand, der das brauchen könnte. Weil schlecht ist er ja nicht. So, bleibt immer noch die Frage, wie komme ich hier weiter? Also kann ich vielleicht von hier, ich muss mal, ich werde es einfach mal ausprobieren. Und das ist deaktiviert.
Ne, der kommt, doch, man kommt nach oben raus. Man kommt nach oben raus und dann kommt man hier auch weiter, oder? Ja, dann kommt man nämlich zum Beispiel hier hin. Da kann man nach oben raus. Wunderbar. Jetzt ist das allerdings deaktiviert. Wie aktiviere ich das wieder? Weil das ist ja nur meine einzige Chance, da wieder hinzukommen, ne? Wie lange hält denn das an, dieses deaktiviert Teleporter? Jetzt komme ich da ja nirgendwo rein. Das ist ja doof. Also wenn man die Goodies haben will. Man könnte hier oben lang laufen. Wie bringt mir das über, was ich gehe hier rein? Dann komme ich zumindest nach da. Und nach da komme ich auch. Vielleicht sollte ich mir die auch erst zum Schluss holen, die beiden hier. Nachdem ich da oben war, dann kann ich es deaktivieren. Ist ja doof, dass es hier keinen Spruch gibt. Wie lange dauert das, bis das wieder aktiviert ist? Das ist die Frage. Wahrscheinlich muss man nur warten. Die Frage ist, wie lange? Also Zeit kurz hat ja nichts geholfen. Sonst lasse ich es einfach und mach die am Schluss hier, die beiden. Können die erstmal hier nochmal reinschreiben? Wo war das? Ich glaube, ein Hulk war das, oder?
Ich weiß nicht mehr genau. Ist ja egal. Das war die Krimpeitsche. Tja, wie aktiviert man das wieder? Ich hab keine Ahnung. Sind dann eigentlich alle Teleporter deaktiviert? Und wenn ich jetzt noch mal hier Zeit kurz. Lass die vielleicht nur kurz und dann wieder. Die wollte ich wahrscheinlich gar nicht haben. Immer noch deaktiviert. Wo kommt die noch einmal her? Was ist jetzt? Bin ich hier doof gelaufen und komm gar nicht mehr dahin. Okay, wir sagen einfach mal, das machen wir uns später und lass uns erstmal teleportieren. Weil jetzt können wir nämlich hier nach Norden gehen. Ist sogar eine Tür eingezeichnet. Mal gucken, ob ich damit klarkomme mit denen. Hey, 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 hey! Reicht jetzt! Kann er hier seinen Warnschlag nicht ausführen?
Den geht's allen nicht so toll. So. Irgendwie in das schwarze Feld will ich nicht treten. Ich drehe mich erstmal nach rechts. Und da hoch bringt nichts. Einfach mal durch. Oder? Ich weiß ja nicht, wie das jetzt hier aussieht. Ob ich da wieder zurückkomme. Zum Schluss muss ich nach rechts rausgehen. Nein, da kann ich durch. Okay. Dann mache ich das doch mal. Ich gehe Osten durch die Tür und hier rein und finde einen Zaubertrank. Jetzt muss ich mal gucken, wie Weisheit für Mensch. Ich glaube, ist eh nicht so wichtig. Mensch, Abenteuer, Weisheit 80. Na, wollen wir noch mal ein bisschen pimpen. Level 80 habe ich inzwischen. Falls die Karte nicht stimmen sollte. Ich kann jetzt aber hier umdrehen und wieder raus, ne? Kann ich. Also. Und jetzt muss ich... Hier bin ich auch nicht sicher, wie ich da wieder rauskomme. Ein Schritt nach links. So, wie komme ich da wieder runter? Mal gucken. Komme ich da wieder zurück? Ich komme. Das heißt, ich bin jetzt hier wieder und ja, da gehe ich dann nach oben raus, oder? Dann kann ich hier nach rechts und komme hier wieder raus. Aber ich komme hier in diesen Wirrwarr. Bin ich nach unten? Kann ich nach unten? Nö. Nee. Naja, dann kann ich mir die beiden holen. Muss aber trotzdem noch überlegen, wie ich hier oben noch hinkomme. Da muss ich nach hier teleportieren. Ja, hier bleibt ja eh nichts anderes übrig, als hier hochzugehen. Auch mal hochzugehen. Nach da, das bringt auch nichts. Bringt nichts. Hoch, hoch. Da rein. Darunter, darunter. Und dann kann ich den Teleporter auch zu ausmachen. Und mir den Rest holen. Thank you.
Was haben wir denn hier schon wieder? Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, wo ich bin. Bin ich jetzt hier doch durch? Ich hätte ja gedacht, ich bin jetzt hier, aber es hat so viel Tschwing-Tschwing gemacht. Das kann aber auch einfach nur dran liegen. Also ich sehe ja, hier ist die Wand. Ich werde schon hier sein. Schön. Oh, ich hätte jetzt vielleicht nicht direkt darüber speichern sollen. Das vielleicht war ein wenig unklug. Wenn ich nämlich jetzt doch nicht bin, wo ich denke, dass ich bin, habe ich ein kleines Problem. Das sind diese vier, ne? 1, 2, 3, 4. Und da bin ich jetzt beim zweiten, wenn das das ist hier. Doch, genau da, wo ich meinte. Tja, dann drehe ich jetzt mal nach Osten. Ach Gott. Sieben Hodronen, sieben Krins, acht Gords und fünf T-Mods. Ihr könnt ihn doch nicht umbringen, Leute. Auch nicht so, nicht alle umbringen. Ach Mensch. Könnt ihr doch nicht machen. Das ist nicht fair. Ich darf euch umbringen, aber ihr mich nicht. Naja, Versuch. Quatsch. Load, 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 load. Leute. Die beiden wichtigsten umgebracht.
Jetzt soll ich es noch probieren. Ich hätte ja wohl noch eine Schriftrolle haben, oder? Und ich bin noch nicht mal dran gekommen. Dorana kippt als nächstes um. Mal zum Spaß bis durchlaufen lassen bis zum Ende? Das war zu erwarten. Ach komm. Wie ich nachgelesen habe, gibt ja auch die Schriftrolle die EPs. Sogar ein bisschen mehr als normaler Kampf. Und kurz vorm Tadern nehmen sie einem die Schriftrollen sowieso weg. Allerdings ein paar sollte ich wohl behalten, weil eventuell komme ich irgendwo hin. Wo man sonst nicht weiterkommt. Wo man einfach eine braucht. Ach ja, wie war das mit dem Wirrwarr hier? Irgendwo hier und jetzt. Hä? Nee, hier bin ich ja. Wie? Ja genau, ganz durch. Genau, immer nach Osten. Jetzt weiß ich nur nicht, wie lang sind die dann nicht aktiv. Die Teleporter, weil die brauche ich ja noch, um irgendwie anders weiterzukommen. Also am liebsten wäre mir Zeit kurz. Zaubern. Elementar. Zeit kurz. Hält normalerweise auch die Dings auf. Hier allerdings nicht. Also kann ich dann zaubern. Elementar. Teleport. Hä? Ach nee, jetzt hat's mich da wieder rausgedingst.
Habe ich jetzt oder noch nicht? Nee, ich habe noch nicht. Oder? So, jetzt weißt du es, du hattest noch nicht. Ich weiß nur nicht, wie lang sind die... Nee, das war die Krimpeitsche. Oder so. Jetzt hier im Osten, das nehme ich auch nochmal, eine Rüstung. So, und das ist jetzt deaktiv. Fragezeichen. Das weiß ich nämlich nicht. Wenn jetzt alle deaktiviert sind, ich brauche die ja noch. Das ist eine gute Frage. Dorothy war das, ja. Das muss ich... Ja, ich versuche das mal nachzulesen. Irgendwann müssen sie ja dann wieder. Spätestens wenn ich dann raste, müssten die wieder... Muss ich halt 6 Stunden rasten oder sowas. Das kann ja nicht ewig dauern. Aber das interessiert mich mal. Wie ungefähr die Zeitspanne ist. Das erzähle ich euch vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, beim nächsten Teil. Denn für diesen ist erstmal genug und ja, bis dann würde ich sagen. Macht's gut, ciao.